So. Alles klar. Herzlich willkommen, Freunde. Sekunde, 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 Sekunde. So. Okay. Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal nach langer, langer Zeit. Heute mal zu einem etwas anderen Livestream, denn heute gibt es mal einen Livestream zu Schlag den Star. Heute Abend um 20:15 Uhr treten ja Dagi Bee gegen Jasmin Wagner an. Eigentlich hätte ja Katie Hummels heute spielen sollen, aber ja, sie musste leider absagen und deswegen heute Jasmin Wagner kurzfristig eingesprungen. Ich dachte einfach, wir spielen heute einfach mal die Show von heute Abend nach und ich denke, wir werden heute auf jeden Fall mit Dagi Bee spielen. Einfach so, ne, YouTuber gegenseitig. Ja, würde ich sagen, muss man eigentlich mal unterstützen. Dementsprechend würde ich sagen, wir springen rein in die Show. Ich muss mich jetzt auch ranhalten. Um 20:15 Uhr geht es ja los. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze jetzt noch, aber eigentlich ja und wir nehmen, Na, wie gesagt, auf ich jeden na, Fall alles Dagi na, hier, na, hier bin Bee. na, freut Die mich. heißt allerdings jetzt leider Nicole, weil den Namen Dagmar gab es leider in dem Spiel. Ne? Da sie mit Zweitname Nicole heißt, habe ich sie eben Du Nicole brauchst gar nicht getauft erst und wir spielen anfangen. heute, wie gesagt, Grüß. Hey, na, Leute. Ja, alles klar. Alles ja. Grüß gegen Gott. Jasmin, genau. So. Halt dich fest. Hier komm ich. Wir machen natürlich, ja, eine ganze Show natürlich, ne? Mit 15 Spielen, 120 Punkte. Ja, komm, wir beginnen eine neue Show, egal. Ab 61 Punkten hat man gewonnen. Ja, Löhle, meine Damen, wie geht's euch? Elton sieht auch so sensationell aus, ey. Er sieht so Ich sensationell aus, hoffe, der ihr habt Elton, eure ey. Ich krieg letzten da immer Möglichkeiten wieder ein jetzt Lachflash, wenn ausgetauscht, ich den denn ihr sehe. seid ja schließlich Ey, Gegner. du Paul Berger, was geht, Julian Holt? Schön, dass du da bist. Herzlich Alle willkommen im warten Stream. gespannt auf Schön, das dass du erste dabei Spiel. bist. Und das ist So, wir starten mit Spiel Nummer 1. Spiel 1. Stimmt's? Stimmt, ja, das kann ich eigentlich relativ gut. Genau. Es wird einfach eine Behauptung gestellt, wir müssen erraten, was richtig Um ist. euch einen Überblick über das Spiel zu geben, werden jetzt erst einmal die Regeln erklärt. Ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert. Ihr entscheidet innerhalb von 5 Sekunden, ja, sie stimmt oder nein, sie stimmt nicht. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. Alle bereit? Dann los. Ich guck gerade noch mal. Ach so, okay, kann ich leider nicht machen. Ich wollte gerade wegen der Toneinstellung noch mal gucken. Ich finde den Spielsound Wir ein bisschen laut, starten. aber gut. Jetzt wird es spannend. Ja, Max El sieht Planck so lustig aus, entwickelte die Julian, ey. Quantentheorie. Okay, Max Planck entwickelte die Quantentheorie. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Stimmt. Jawohl! Stimmt, jawohl, damit habe Endlich ich den mal ersten etwas, Punkt. was Jasmin ich mit dem ersten kann. Kreuz. Oh. Dagibi geht in Führung. Sieh mal einer Das war an, aber das hätte tatsächlich jetzt eine auch Sache, wo anders ich mir sein gar nicht können. so sicher war. Zeit für eine kleine Werbepause. Nächste Frage bitte. Zeit für eine Werbung Wildschweine, nach die dem mehr ersten als Spiel, ein Jahr genau. alt, aber noch nicht voll ausgewachsen sind, nennt man Überläufer. Wildschweine, die mehr als ein Jahr alt sind, aber noch nicht ausgewachsen sind, nennt man Und hier Überläufer. die richtige Antwort. Stimmt. Da habt ihr beide einen Stimmt, Fehler tatsächlich, gemacht. okay. Naja, nicht so schlimm. Erstes Kreuz für mich, zweites Kreuz für Jasmin. Was geht alles, was Beine hat und bei Hier gilt dir? es zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. So, passt gut auf. Nach einem Spinnenbiss wurde aus Clark Kent Spider-Man. Boah, was für Fragen, ey. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Geschichte und den ganzen Kram hinter Spider-Man absolut nicht. Boah, Korrekt schwer. ist? Stimmt nicht. Spider-Man hieß Peter Parker. Ein Ja. richtiger Tipp von euch beiden. Wir haben Diese beide Runde stimmt ist nicht gemacht. unentschieden. Bleibt bei der 2-1-Führung für mich.
Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn Sie jetzt erst zuschalten, ja, das ist jetzt auch eine sehr interessante Situation heute, finde ich. Internet gegen Fernsehen. Geht weiter. Ist eine Schauspielerin spannend. Besser James oder Watts einfach hat die ein Influencer? Erfunden. Ja? James Watt hat die Dampfmaschine erfunden. Oh, James Watts Dampfmaschine. Die richtige Antwort wäre, stimmt nicht. Er hat sie lediglich verbessert. Ihr liegt leider beide falsch. Hat sie lediglich verbessert, okay. Okay. Ein Fehler noch auf Seiten Jasmin, dann geht das erste Spiel an uns. Und unser Spiel geht weiter. Kristen Stewart und Robert Pattinson wurden während der Dreharbeiten zu Twilight ein Paar. Kristen Stewart und Robin Pattinson wurden während der Dreharbeiten zu Twilight ein Film. Twilight kenne ich. Twilight kenne ich auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Und die korrekte Antwort ist? Stimmt. Super, ihr wart beide auf dem richtigen Dampfer. Dementsprechend auch die richtige Antwort abgegeben. Hier muss man sich ein bisschen in der Welt auskennen. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. Das Wetter ist interessant. Schön. Mit dieser Frage geht es jetzt weiter. Aber es ist nicht verboten, Wetter. Im britischen Parlament zu sterben. Es ist nicht verboten, im britischen Parlament zu sterben. Warum soll... Shit. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Stimmt nicht. Es ist verboten, Shit, weil dem Verstorbenen ein Staatsbegräbnis zusteht. Ihr habt beide die falsche Antwort gewählt. Ja, aber trotzdem geht es erst Spiel an mich. Jasmin hat das vierte Kreuz, damit geht Spiel Nummer 1 an. Danke. Ein schöner Sieg. Gratuliere. Nicole. Wow. Nächste Woche schlag den Lion, genau. Diese Woche schlag den Star und nächste Woche jetzt schlag den Lion. Jetzt werden wir einen Blick auf die Übersicht. Absolut richtig, Julian. Ich hoffe, du bist schon gut vorbereitet. Damit liegst du und in damit Führung. Damit geht Nicole alias Dagibi mit 1-0 in Führung. Wir schauen, ja, mal wie Spiel 2 aussehen wird. Spiel 2. Hochwerfen. Stark. Die Regeln sind wie folgt. Ihr müsst die Säckchen auf eine dreidimensionale Zielscheibe werfen, bei der jeder Ring für eine Zahl steht. Beginnend mit der 1 unten bis zur 10 ganz oben. Wer mehr Säckchen auf einem Punktering liegen hat, gewinnt diesen Ring und erhält den entsprechenden Punktewert. Jeder Punktewert wird nur einmal vergeben. Zwei Säckchen werden also nicht addiert. Ihr habt abwechselnd 15 Säckchen zum Werfen. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Mhm. Ein Säckchen zählt immer für den Ring, auf dem es auch tatsächlich liegt. Okay. Ja. Ich denke, es ist nicht so schwer zu verstehen, die Regeln des Spiels. Wir fangen an. Muss es nach langer Zeit mal wieder GTA suchen? Oh je. Naja. So, dann fällt mir uns mal hier rein. Wir beginnen. Oh, okay. Okay. Das hat okay, schon okay. Gut geklappt. Ich habe ein bisschen zu früh losgeworfen, aber man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Mensch, aber immerhin einen Punkt ein gemacht. Stein vom Herzen. Immerhin besser als gar nichts. Ich bin richtig stolz auf mich. Es schon kann geil, losgehen. Dass sie nicht mal annähernd wie die in der Realität aussehen und dass sie einfach genau gleich aussehen. Das ist schon geil. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste es heute ja auch eine sehr interessante Schlag-in-Line-Star-Folge geben und wir haben 9 Punkte gemacht, sensationell. Müsste das eine sehr interessante Folge werden, weil eigentlich dürften ja dann heute auch keine Zuschauer da sein. Das heißt, es könnte ja rein theoretisch die allererste Geisterschlag den Star-Ausgabe wäre. Das wäre ja krass. So, das wäre ja echt krass, gut. Wenn heute keine Zuschauer vor Ort wären. Was ja eigentlich so sein müsste, weil mehr als 5 Gruppen dürften ja eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Veranstaltungen. Und da das ja deutlich mehr als 5 Leute sind, müsste das Studio heute eigentlich leer sein. Da bin ich mal sehr neugierig. Ja, der Ball liegt da auf bin ich wirklich mal sehr Position. Neugierig. Vor allen Dingen, wie das sein wird, wenn da keine Zuschauer vor Ort sind. Das ist wahrscheinlich sehr ungewohntes Gefühl, wenn man dann da ohne Publikum spielt. Aber gut. Hier erstmal ist Publikum das vor Ort. Nicht und hier erstmal heißt Ball es jetzt gewinnen. Sie kriegt keine 6 Punkte, da ist schon ein Sack drauf. Ich flipp aus. Da ist schon ein Sack drauf. Oh mein Gott, ey. Scheiße, wie zweideutig das schon wieder hier abgeht, ey. Und das gibt 4 Punkte, jawohl, sehr stark. 14-11 für uns. Mensch, bin ich 11 froh. Säcke. 11 Säcke gibt's noch. Ah,
ein eleganter Wurf. Ach du Scheiße. Ja, wieder keine Punkte für Jasmin. Schon Mann, wieder war das die gut. 5 getroffen. Also was heißt schon wieder die 5, aber schon wieder eine Zahl getroffen, wo bereits ein Sack lag. Was ist falsch in dir? So, wir versuchen mal die 10 da oben zu treffen. Die 8 ist aber auch gut, da liegt das auch noch nicht. Die nächsten 8 Punkte für mich. 22 zu 11. Also bisher läuft es noch sehr gut für das uns. Das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Also wenn es so weitergeht, dann sind wir vor 20.15 Uhr auf jeden Fall fertig. Da bin ich mir relativ sicher. 7 Punkte für das Jasmin. Das hat schon mal ganz gut geklappt. So, jetzt gibt es ja nur noch die 10, die Na 3 also, und die 2. Zeig, was du kannst. 10, 3 und 2, das heißt... Jetzt ist die Frage, warte mal. Wenn ich jetzt die 7 treffen würde, würde die 7 sie dann verlieren? Ich habe jetzt gerade gar nicht so zugehört. Weil wenn ja, könnte ich auf die 7 gehen, ansonsten müsste ich ja jetzt auf die 2 oder auf die 3 oder auf die 10 gehen. Sensationell, ich treffe die 2. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, mach lieber Punkte. Das war sensationell 24, gut, 18, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Zeig mal, was ne, du drauf hast. Wenn ich draufgehe auf die 7. Weil dann haben wir ja gleich viele Säcke da oben drauf. Das sind wertvolle auf die Punkte. Die 9 bleibt weiterhin mein Punkt. Ich versuch's jetzt einfach mal. Vielleicht schaffe ich ja die 7. Froh. Ich gab dir gleich mal Sack. Was? Ich gab dir gleich mal Sack. Was? Okay, wo ist die 7? Wo ist die 7? Wo ist die 7? Da ist die 7! Jawoll! Das Säckchen muss erstmal zum Und sie fehlt tatsächlich die Punkte! 24-11 für Nicole! Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für Dank die ich mich Nicole. Interessiere. Winkel- und Wurfgeschwindigkeit sind hier die wichtigen Größen. Sehr stark. Und jetzt wird es langsam schwer für Jasmin. Jetzt muss langsam was kommen, wenn sie ihr noch was holen möchte. Ja, zieht mir erstmal 9 Punkte ab, so schnell kann es gehen. Das war sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Auch die unteren Ebenen bringen Punkte. Ey, Elton, du siehst so scheiße aus. Sorry, Elton, aber du siehst einfach nur scheiße aus. Es tut mir leid, aber es ist einfach so die Wahrheit. Du siehst einfach so kacke aus in dem Spiel. Und ich gehe natürlich das auf die 8. Ja, wertvolle gut. Punkte. Das ist natürlich jetzt eine gute Möglichkeit für Jasmin. So schwer war das gar nicht. Sogar in Führung zu gehen. Eben noch gesagt, ich führe ganz klar und dann haut sie eine 10 raus. Das gibt's doch gar nicht. Das mache ich gleich nochmal so. Das sind so diese typischen Momente. Man sieht schon wieder sichere Siege aus und auf einmal führt der Gegner und keiner weiß wie. Nein, er fliegt drüber. Er fliegt drüber. Er fliegt drüber. Ich dachte, das wär's jetzt. Er fliegt drüber. Jetzt hat Jasmin natürlich gute Chancen, ihre Führung auszubauen. Die geht auf die 9. Ja, gut, das ist natürlich jetzt Kacke, weil jetzt hat sie 30 Punkte und... Ja. Wow, das war gut. Ich bräuchte die 7. Die 7 wäre jetzt echt gut. Jawohl! Jawohl! So muss das sein. 22:30, was ein spannendes wow, Spiel. Wow, das war 5 gut. Säcke noch auf jeder Seite. Als nächstes bist du jetzt dran. Das wird ja richtig dramatisch, jedes Spiel. 22:30, weiter in die Führung für Jasmin und dann holt sie sich nicht die 8, weil ich habe schon 2 Säcke drauf. Puh, geschafft. Die 8 bleibt weiterhin meins und jetzt könnte ich ihr noch die 9 abknipsen. Das wäre natürlich auch noch geil. Dann fällt er rüber. Ein eleganter Wurf. Dann fällt er rüber. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Ja, komm, mach hin. Der das fällt schon runter. Ganz gut geklappt. Aber ich habe 3 auf der 7 liegen. Das heißt, die Führung bleibt bei mir. Das ist tatsächlich eines der wenigen Frage, Dinge, was mache für die ich mich interessiere. Gehe ich jetzt auf die 3 oder gehe ich jetzt da hoch? Das ist halt die Frage, ne? Wenn man es natürlich jetzt verkackt, sieht es doof aus. Und er bleibt liegen. Es sind zwar nur 3 Punkte. Ja, es sind da kenne ich nur mich 3 aus. Punkte, als aber nächstes besser, bist wie du wenn man jetzt wieder drüber wirft. Okay, die 5 hat jetzt mit 3 Bällen sicher. Also das,
Auf die 5 zu gehen lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich werde erst versuchen, schon die wieder. 9 jetzt wird gewechselt. Wieder auf Pari zu machen. Machst du dich bereit? Weil 10 ja auch gut oder die 10 halten, aber die 10 ist halt schon echt schwer. Komm, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal! Das und der Hund rollt runter. Punkte. Und der Hund rollt runter. Endlich mal etwas, was ich kann. Nein. Wow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. Bruder, komm schon. Bruder, muss los. Warum tust du mir das an, Jasmin? Ich bin richtig stolz auf mich. Neun. Das Neun. Sah schon ganz gut aus. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist so ein spannendes Spiel, ey. Das ist ich unglaublich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt 21. so gut funktioniert. 18 zu 21. Wow, der ist in einem schönen Bogen gelandet. Jetzt holt sie sich die 7. Jetzt holt sie sich die 7. Jetzt holt ich sie sich aus. Die 7. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt der andere dran. Los geht's. Komm neun! Es ist nicht leicht, den Ball 27, 28, aber ich habe keinen Sack mehr. Oder? Mensch, ich bin ich froh. Shit. Ich habe ja eh schon verloren. Weil ich keinen Sack mehr habe. Ja, gut. Ich halte das nicht mehr aus. Mit so, einem jetzt Punkt wird verlieren gewechselt. Wir. Du bist das dran. Das ist bitter. Wow, das war ein beeindruckendes Sack verloren. Jasmin. Sehen wir uns mal den Zwischenstand. Also nicht mit einem Sack verloren, aber mit einem einzigen Vorsprung Punkt verloren. Ey, das ist echt bitter. Also mit geht Jasmin mit 2:1 in Führung. Spiel 3. Tiere. Oh je, was war das denn? Ach so, ach nee, das kann ich nicht. So funktioniert dieses Spiel. Das kann ich nicht. Ich zeige euch ein Tierfoto und ihr sagt mir, um welches Tier es sich handelt. Oberbegriff reicht hier nicht. Hund, Vogel, Katze, reicht nicht. Sondern was für ein Hund, was für ein Vogel, was für eine Katze. Wer buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher euer Gegner. Gewonnen hat, wer zuerst 7 Punkte erreicht. Das kann ich nicht. Viel Glück, wir fangen an. Na oh dann mal los. Oh mein Gott. Das kann ich gar nicht, so ein Spiel. Was ist das für ein Vieh? Um Gottes Willen. Ja, Spinne ist klar, aber... Die gültige Antwort lautet wie folgt. Trichternetz, Spinne. Hab ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Leider daneben. Ich glaub's nicht. Also wenn jetzt Jasmin nicht nur Fehler macht, dann werde ich in diesem Spiel keine Chance haben. Liebe ich Zuschauer, Ahnung von freuen Tieren, Sie sich, aber das wird noch so richtig spannend. Was hier. Das für eine Rasse das Gefühl, ist oder sowas, kann da ich gar entwickelt nicht. Sich heute noch etwas. Ah, um und Gott unser Willen. Spiel geht weiter. Ja, okay, das ist ja einfach. Das ist ein Goldfisch. Goldfisch, sag ich schon, Clownfisch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh dann Gott. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Clownfisch. Ich sag Goldfisch. Ja, natürlich ist es ein Clownfisch. Gut gemacht. Ich ja gut, jetzt sei denn, es kommt natürlich so einfach. Dann ist es natürlich leicht. So, passt gut auf. Wieso komme ich auf Goldfisch, ey? Ja, der will doch jetzt wahrscheinlich wieder wissen, was für ein Igel, ne? Nein, will er gar nicht. Geil. Ja, dann ist es ein Igel. Oder? Richtig ist Igel. Ja, okay. 3-0. Die Antwort ist richtig. Stark. Ich obwohl bin ich eben noch so gesagt habe, ich kann das Spiel eigentlich gar nicht. Mit insgesamt 6 Punkten gewinnt ihr dieses Spiel. Zeit für eine kleine Werbepause. Neue Runde, neues Glück. Lass dich nicht so feiern. Gottes Willen, was ist das denn für ein Ding? Das sieht ja nicht mal aus wie ein Tier, das sieht eher so aus, als könnte man das essen.
Heiliger Bimba, was ist das denn? Ohrenkneifer. Die richtige Antwort lautet... Goliathkäfer. Goliathkäfer. Leider nein. Wandelndes Blatt? Das kann einfach nicht wahr sein. Was ist denn ein wandelndes Blatt, Alter? Gibt es hier wirklich? Ich mag Gibt Tiere. Gibt es hier wandelndes Blatt? Ich muss jetzt mal schnell an Katzenbabys denken. Gott. Nächste Frage, bitte. Gott, ey. Ja, okay, scheiße. Das ist... Wie heißt das Vieh? Oh Gott! Wie heißt das Vieh? Die gültig aus. Die Zeit ist abgelaufen. Schade. Ich dachte, ich krieg das hin. Ah, Kacke. Ja, gut. Kennt man, ne, Ara? Aber ich war zu langsam. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Warte, jetzt will ich nicht falsch machen. Eigentlich ist es ein Flamingo, ne? Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht falsch. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Flamingo. Okay. Ey, manchmal habe ich echt Angst, dass die ich mich total blamiere, weil ich irgendwie das wow, total das falsch einschätze. Gut. Aber es ist teilweise doch einfach. Tierärzte und Hobbyzüchter sind hier klar im Vorteil. Tja, heute ist ein ganz besonderer Tag für euch. So, lass dich doch nicht also feiern. Mein Gott. Oh, das ist einfach. Jetzt müsste ich meinen Onkel fragen, der weiß das, was das für ein Fisch ist. Ich glaube, ich weiß es auch, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, Forelle? Nee, ne? Die richtige Antwort wäre... Forelle. Es wäre doch Forelle gewesen, Kacke, Mann. Hätte ich das mal gedrückt. Das war leider nicht die richtige Antwort. Ah, nein! Das ist so ein standardmäßiger Fisch, Alter, den man ständig sieht, ne? Forelle. Ja, Forelle ist... Ich wäre auch gerne mal da unten. So ein klassischer Fisch, den sieht man eigentlich überall. Kann sich noch jemand immer an Ringing the Bull erinnern? Nächste Frage, bitte. Ja, noch so ein Fisch, ey. Den kenne ich auch. Nee. Was ist das? Die richtige Antwort wäre... Stichling. Schlammspringer? Leider nicht. Was zum Teufel ist denn ein Schlammspringer? Das kann einfach nicht wahr sein. Also ich gewinne, glaube ich, viel, auch durch Mithilfe von Jasmin. Geil, ich gewonnen. Einer Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Nicole. Ja gut, sagen wir mal, 2-3, glaube ich, habe ich jetzt selber erkannt. Der Rest war... Es wird wieder mal Zeit, das Zwischenergebnis durch Mithilfe von Jasmin. Aber ein tolles im Endeffekt Match. Ist es egal. Die Führung liegt damit in deiner Hand, Nicole. Spannendes Duell. Spiel 4. Kabelsalat. Oh je. So funktioniert dieses Spiel. Es gibt 15 Lampen, die in die richtige Reihenfolge, also von 1 bis 15, eingeschaltet werden müssen. Oh dazu müsst ihr die Kabel zu den 15 Schaltern verfolgen und dann die entsprechenden Schalter drücken. Sobald eine falsche Lampe eingeschaltet oder eine bereits eingeschaltete Lampe ausgeschaltet wird, werden alle Lampen komplett ausgeschaltet und ihr müsst von vorne anfangen. Ihr spielt nacheinander. Wer weniger Zeit zum Einschalten aller Lampen benötigt, gewinnt das Spiel. Okay. Zeigt, was ihr könnt. Hört sich schwer an, ist es wahrscheinlich auch. Okay. Jetzt halte ich mal kurz meine Klappe, weil jetzt muss ich mich tatsächlich konzentrieren. Warte mal. Hä? Warte mal, was? Ach so, nee, warte mal. Ah, okay, ich hab's, glaube ich, verstanden. Warte mal. Die 1. Ah, okay, ich hab's. Ah, so muss ich gucken. Okay, ich hab falsch geguckt.
Boah, wenn man jetzt was falsch macht, ey, dann kannst du wieder anfangen. Das wäre echt übel. Gott! Aber wenn ich jetzt einen Fehler mache, ne, ich raste so aus. Puh, 3:03, okay. Ja, es ist schwer zu sagen, ob es eine gute Zeit ist, aber es könnte eine gute Zeit sein. Warten wir mal ab, was Jasmin jetzt macht. So, 1 und 4 hat sie schon mal. Ey, bei mir war gerade eben das Problem. Ich hab's voll durcheinander geworfen. Ich wusste gar nicht, wo ich gucken muss, aber ich musste von oben nach unten gucken. Dadurch hatte sich das ja dann alles geklärt. Ja, das hab ich schon gesagt. Boah, was ist das denn? Also Red Bull allerdings. Was, Red Bull? Ja, das, was du übersäufst, den Energy Drink? Ja, genau. Mit welchem? Ja, mit irgendeinem, da gibt es nur eine Sorte. Geil. Probier's mal, ob du das kriegst. Ich hab dir das jetzt mal gemischt. Ich hab's selber noch nie probiert. Selber noch nie probiert? Nein, ich hab's heute gekauft, haben wir gesehen, zufällig. Achso, das ist jetzt. Achso, du hast es ja von der Dose da reingekippt. Nein, das ist Soda-Stream von deinem Soda-Ding. Mit. Oh, das riecht gut. Ja, das ist halt. Mit Wasser! Wasser und dann einfach so eine. So ein Zusatz zugeschüttet, so ein Käppchen voll. Hm. Ja, das hört sich interessant an, ne? Schmeckt tut's auch. Ja? Ja gut, man schmeckt das Wasser halt nicht. Man schmeckt halt den Energy Drink ganz krass, ne? Aber ist gut. Was hatten wir beim letzten Mal Waldmeister, ne? Das war auch gut. Ah. Sehr gut. Cola ist auch gut, ja. Das könnte ich gleich für die Show gut gebrauchen. Also gerade kurze Zwischenunterbrechung, wir wetten uns wieder Schlag den Star. Sie hat jetzt 11 Lichter, ist bei 2 Minuten 8, ich hatte 3:03, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Also es könnte sehr knapp werden. Ich glaube, Jasmin ist schneller. Ich glaube, Jasmin ist deutlich schneller. Ja, sie ist deutlich schneller. Sie ist schneller. Oh je. Sie hat fast noch eine halbe Minute Zeit, ja. Und da ist es. Jasmin ist schneller. Ja, der Sieg geht an Jasmin, würde ich sagen. Du hast gewonnen, Jasmin. Es wird wieder mal Zeit, das Zwischenergebnis zu kontrollieren.
Also bisher ein tolles noch Match. Ständiger die Führung liegt damit Führungswechsel. In deiner Hand. Das ist so eine spannende Show im Moment bis jetzt. Das Spiel ist schon etwas weiter fortgeschritten. Schauen wir uns mal die Punkte an, die noch zu spielen sind. Ja, gespielte Punkte 10, offene Punkte 110, also noch alles für beide Seiten möglich. Ich hoffe mal, dass es so spannend bleibt. Spiel 5. Sachen merken. Das kann ich eigentlich gut. Für dieses Spiel müssen unsere Sternchen folgende Regeln beachten. Ihr seht 8 verschiedene Motive, die ihr euch merken müsst. Sobald ihr glaubt, alle Motive aufsagen zu können, drückt ihr den Buzzer. Dann verschwindet das Bild und ihr habt 30 Sekunden Zeit, alle Motive auszuwählen. War alles richtig, bekommt ihr einen Punkt. Bei einem Fehler bekommt euer Gegner einen Punkt. Dies ist der Fall, wenn die 30 Sekunden überschritten werden oder ein falsches Motiv ausgewählt wurde. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay. Fertig? In Sachen merken bin ich eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal einfach. Oh Gott. Schnittlauch war das Wort, genau. Mir ist dieses scheiß Wort Schnittlauch nicht eingefallen. Oh je, der Brokkoli noch. Sie drückt auf Tasse! Nein, nein. Oh mein Gott, sie drückt auf Tasse. Sie drückt auf Tasse und damit geht der erste Punkt an mich. Alle Gegenstände werden auf einmal gezeigt. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Ketchup. Duschgel, Tür, was soll das sein? Staubsauger, was ist denn das für ein Ding da? Oder eine Waage, oder? Probieren wir es einfach mal. Komm, ich hab einfach mal Lust, wir probieren es einfach mal. Ein Handtuch hatten wir, ein Stempel hatten wir, Ketchup hatten wir, eine Tür hatten wir. Zucchini hatten wir. Duschgel hatten wir. 2 fehlen noch, warte mal. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das für ein Ding war, ne? Muskatnuss und das andere. Was ist denn das? War das ein Staubsauger oder ein Roller oder was soll das gewesen sein? Also, Discman? Also das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch. Roller ist auch Quatsch. Also entweder ist das eine Diskette oder ein Discman. Wenn ich jetzt wüsste, was das sein soll, verdammte Kacke. Es ist tatsächlich ein Discman! Nee, falsch. 50-50 Chance. Oh, Kacke. Eine Diskette ist ja ein was anderes. Klassisches, ne? Merkspiel. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Was sind das? Reis? Orange? Gurke. So Reis. Probieren es nochmal. Oh, scheiße. Das war blöd.
Hake, was ist denn Hake? Oh, was war denn das noch? Eins fehlt noch. Scheiße, was waren das noch? Nee, falsch. Thermostat. Ich glaub's nicht. Ich Eugen. So, pass gut auf. Es ist echt brutal, ne? Man denkt, man hätte alles drauf und dann letztendlich hat man es doch nicht drauf. Also Pflaumen, Taschentücher. So ein Laufband, Schwamm. Pflaumen, Taschenrechner, Laufband, Schwamm. Pflaumen, Taschenrechner. Laufband, Schwamm. Schrankgabe, Pfirsich. Taschenrechner. Schwamm, Laufband, Schrank, Gabel, Pflaumen. Ja, das waren alle. Das akzeptiere ich als richtig. Boah, das war eine gute Runde. Ey. Das war eine gute Runde. Das ging schnell. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Ich muss mal gleich mit meinem Zweitkanal einen Kommentar schreiben. Scheiße, wie heißt denn das, diese Frucht ganz rechts, Alter? Wie heißt die? Wie heißt die? Egal, ich riskier's trotzdem einfach mal. Papaya, genau, Papaya. Flipflops, ein Taxi hatten wir, eine Avocado. Es war keine Avocado, warum bin ich so schnell? Das war eine Melone. Ich trottel natürlich. Oh, warum war ich so schnell? Das war jetzt wieder ein Flüchtigkeitsfehler. So ein richtig dummer, unnötiger Flüchtigkeitsfehler. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Die hat schon 3 Punkte, Mann. Das sind aber auch Scheißbegriffe jetzt, ne? Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Schon wieder noch eins. Grill. Ha, gut gemacht. Na also. Alter, hier, das raubt dann echt die Nerven, aber nächste das ist ein richtig bitte. Geiles Spiel, ey, ohne Spaß. Ich müsste eigentlich mal meine Facecam anmachen. Wie ich hier leide. Komm, ich probier's einfach wieder. Ey, immer eins fehlt mir. Immer eins, Mann. Basilico! Knapp daneben. Es ist Oregano. Sein. Oh Gott! Ihr müsst euch die Gezeigten, die mir gut einprägen. Was ein Scheißspiel, ich muss jetzt mal schnell an Katzenbabys denken.
und unser Spiel geht weiter. Wasserfarben, Reifen. Ich weiß, ich brauche noch einen Punkt, aber ich muss es jetzt riskieren. Ich muss es jetzt schon riskieren. Eine Tasse war da, Autoreifen waren da, Wischen waren da, ein Farbkasten, ein Anspitzer, Weintrauben, Basilikum. Und schon wieder fehlt mir eins. Komm, das kann doch nicht sein, dass mir jedes Mal ein scheiß Wort fehlt. Ananas war es noch, ne? Eine Ananas, ja. Klasse, das war richtig. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Mein Gott, das raubt an die Nerven. Nächste Frage, bitte. Brutal. Wer den nächsten Punkt macht, gewinnt, ey. Büroklammer, Zahnpasta, Eis, Paprika, Schau. Das ist eigentlich so einfach, ne? Das war immer eine Uhr, Gürtel, Armband, Schlauch, Eis, Paprika. Komm, ich riskier's. Eine Armbanduhr hatten wir drin. Ein Eis hatten wir drin. Ein Schlauch. Büroklammer, eine Paprika, ein Gürtel, eine Zahnbürste, eine Standuhr und das war's, ich gewinne! Ja, Mann! Ha, das war 1A! Der Sieger darf jetzt seine wohlverdienten Punkte einfahren. Gut gemacht, Nicole! Die Punkteverteilung sollten wir uns jetzt mal kurz ansehen. Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel retten? Nicole. Ja. Spiel 6. Cool Balance. Ja, ich wollte gerade mal meine Facecam anschließen. Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen geiler, wenn man meine Live-Reaktion noch dabei hat. So. Probieren geht über Verlieren. Okay. Nee, echt jetzt? Oh shit. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn du so weitermachst, wird das hier nichts mehr. So richtig hast du den Bogen noch nicht raus. Ach, nicht das jetzt. Das schaffst du noch. Komm, streng dich an. Ich halte das ständig auf der ersten Rille schon, ey. Was ist denn los? Ich hätte mich ein bisschen besser vorbereitet. Jetzt aber. Ja. Nein, sie hat es geschafft. Ich denke, ihr habt es verstanden. Oh, das war ein Testspiel. Oh, verdammt. Ich bin auf Testspiel versehentlich gegangen. Das wollte ich gar nicht. Aber jetzt habe ich es wenigstens raus. Das war jetzt richtig Mist. Kaum sage ich, fällt die Kugel wieder runter, ey, Mann. Oh nein! Ich muss mich einfach... Mann, ey, komm jetzt! Das hast du noch nicht so richtig im Griff.
Na gut. 1-0 für Jasmin. Das schaffst du noch. Komm, streng dich an. Wenn du so weitermachst, wird das hier nichts mehr. Oh, das war knapp. Ruhig, 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 jawohl. Okay, jetzt habe ich es raus. 1-1. Jetzt habe ich es raus. Hoffe ich. Bisschen Glück gehört natürlich auch mit dazu. Keine Frage, das war Glück. Oh ja. Oh ja, so langsam sieht es gekonnt aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So langsam sieht das ein bisschen gekonnt aus bei Ducky B. Hm. Gibt's doch nicht. Jetzt musst du dich aber anstrengen. Kaum sage ich, fallen ständig die Scheißbälle runter, ne? Boah, das war knapp. Och, Manno. Nein, komm bitte. Man muss hier ein ruhiges Händchen haben. Lol, ich bin schon auf deren Bahn gekommen. Das war nix. Weitermachen. Was? Echt jetzt? Hoffen wir, dass das nicht nochmal passiert. Man merkt, ich leide ein bisschen unter Zeitdruck wegen Schlag den Star, aber das darf mir trotzdem nicht passieren, so Leichtsinnsfehler. Zwei beide. So ein Mist. Das ist tatsächlich Mist. Was? Echt jetzt? Also wir machen so, wenn bis kurz nach 20 Uhr die Show hier nicht entschieden ist. Ich glaub's nicht. Dann gewinnt einfach derjenige, der mehr Punkte hat. Weil ich möchte sehr ungern den Start von Schlag den Star verpassen. Aber ich hatte auch leider keine Zeit, früher zu streamen. Das ist auch ein bisschen blöd. Und die ist schon wieder gut. Das sieht schon wieder gut aus bei ihr. Das gibt's doch nicht. Sie führt 3-2. Das gibt's nicht. Ich dachte, ich hätte es raus. Aber das Spiel wäre eigentlich auch geil für daheim, ehrlich gesagt. Das fände ich für zu Hause zum Zocken auch ganz geil. So ein kleines Kügelchen rollt man gerne über die Kappe. Wenn man es erstmal raus hat, kann man auch auf Geschwindigkeit gehen. Mann, was ist denn los jetzt? Ich konnte es doch eben. Mir reißt gleich die Geduld. Mir auch. Mir auch. Nein, 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 nein. Nein, sie schafft schon wieder. Und ich war so knapp davor. Ich war so knapp davor. Jetzt muss aber hier eine Riesenleistung kommen, wenn ich das noch schaffen möchte. Und dann verkacke ich. Oh, das war's. Das war's. Die macht keinen Fehler mehr. Ich dachte, das wär's jetzt. Die macht keinen Fehler mehr. Das war's. Definitiv. Jetzt musst du dich aber anstrengen. Shit, ey. Eigentlich kann ich das Spiel, aber ich hab's irgendwie verkackt. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Jetzt kommt die nächste Runde. So macht das Spaß. Diese Show habe ich schon so gut wie gewonnen. Naja. Prost. Ein spannender Kampf und ein strahlender Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin.
Komm, sie hat's verdient. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung macht. Aber nur, weil ich zum Schluss einfach ein bisschen abgekackt habe. Damit liegst du in Führung, Jasmin. Spiel 7. Töne zählen. Und das kann ich auch gut. Für dieses Spiel müssen unsere Sternchen folgende Regeln beachten. Wir spielen euch gleich eine Tonsequenz vor und ihr sollt mir im Anschluss sagen, aus wie vielen Tönen diese bestand. Wer zuerst buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, mir eine Zahl zu nennen. Ist diese korrekt, so bekommt er einen Punkt. Ist diese falsch, bekommt ihn der Gegner. Wer zuerst 6 Punkte hat, hat gewonnen. Die Tonsequenz wird immer durch einen klar unterscheidbaren Glockenton beendet. Viel Glück, wir fangen an. So, konzentriert euch, es geht los. Ja, ich glaube, das waren 6. Oder? Die gültige Antwort lautet wie folgt. Da kennt sich wer aus. Ja. So macht das Spaß. Okay, 1-0 zu führen ist schon mal ganz bestätigt. Das ist schon mal gut. Das ist immer schon mal gut. Es geht weiter. Es wird spannend. Oder 9. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Entweder waren es 8 oder es waren 9. Hoffen wir aber mal, dass sie es falsch macht. Sie sagt, es waren 8. Ja, wie gesagt, 8 oder 9. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ha, gut gemacht. Ich hätte auch eher 8 gesagt als 9, aber gut, das war mir jetzt ein bisschen zu tricky. Und unser Spiel geht weiter. Tschüss, wer soll das denn mitzählen können? Das waren 17. Sag ich jetzt einfach. Wenn die das jetzt errät, ey. 15? Das waren mehr, oder? Die gültige Antwort lautet wie folgt. I don't know. Das stimmt so nicht. Gibt's doch nicht. Hätte ich aber auch niemals gedrückt, Jasmin. Das ist echt tricky gewesen. Mein mich freut's natürlich. Mann, oh Mann. Punkt für Punkte mich. Punkte braucht ihr nicht zählen. Dafür sind wir ja da. Und unser Spiel geht weiter. Ey, so schnell kann doch kein Mensch zählen. Ich hätte jetzt 24 gesagt, aber das ist wahrscheinlich eh wieder falsch. Krank, ey, krank. Welcher Mensch kann denn so schnell zählen? Ich wette mit euch 100 Euro, dass es mehr als 20 sind. Wenn es jetzt 20 sind, Alter. Ah, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Es sind wirklich 20. Nee. Sowas kann ich echt gut. Wie hat die das gezählt? Wow. Wow. Hier muss man sich gut konzentrieren. Ich war bei 24 oder so. Langsam kommen wir in die Phase des Spiels, wo es interessant wird. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich rate jetzt einfach auch mal, weil ich sonst nichts zu tun habe und sag einfach mal 17. Aber ich habe keine Ahnung. Also irgendwie sowas um den Dreh, 17, 16, 18, keine Ahnung. Leider falsch. Dann sind es nur 14. So ein Mist. Oh, das ist ja richtig schlecht gerechnet. Oje, Katastrophe. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Was weiß ich, Digga? Was weiß ich? Irgendwas mit 30. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn das einer von euch sehen kann auf die Schnelle, dann schreibt's mir mal.
im ganzen Leben kann es von euch keiner so schnell rechnen. Und wenn das jetzt 27 sind, ne? Die richtige Antwort lautet... Ich hab so über 30 gezählt, ey. Da kennt sich wer aus. Will die mich verarschen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Will sie mich verarschen? Jetzt mal no joke, aber das kann doch kein normalgeistiger genau Mensch rechnen. Die Töne können eine unterschiedliche Länge Scheiß. Haben. Da merkt das man, dass Spiel es ein Computer genauso ist. Das schön kann doch wie kein das Mensch kann das zählen. Achtung, es geht Bitte, weiter. Komm schon. Ich würde da wieder 18 sagen, aber... Wieso verrechne ich mich so krass? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Wie kann ich mich so krass verrechnen? Ha, gut gemacht. Das ist unfassbar. Na also. Jetzt muss ich aber wirklich klatschen. Also man merkt hundertprozentig, dass es ein Computer ist. Ein normaler Mensch kann weiter. Das nie im ganzen Leben rechnen. Also da 27 oder sowas. Ohne Spaß, erklärt mir wie. Erklärt mir ohne Spaß, wie man das im ganzen Leben... Wie man das im ganzen Leben wissen soll. Wie viele Töne das sind. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Ich meine, am Anfang war es ja noch einfach, wenn es 5 oder 6 Töne sind, ja, aber... Klasse, das war richtig. Wow. Ich hab jetzt richtig Bock. Ein spannender Kampf und ein strahlender Sieger. Das ist echt herzlichen stark. Glückwunsch, Jasmin. Ey, das ist heftig gewesen, dass die das gekonnt hat, ey. Es wird wieder mal Zeit, das Zwischenergebnis zu kontrollieren. Oh. Schmeiße ich 2-mal in Folge meinen Controller runter. Souverän an der Spitze. Weiter so. Jasmin. Spiel 8. Bogenschießen. Kann ich. Ich weiß, das habe ich schon bei mehreren Spielen gesagt, aber das kann ich eigentlich wirklich. Ruhiges Händchen, Respekt. Okay, das war eine 3. Hab ich gesagt, dass ich das Spiel kann? Oh das Gott! Das war wohl nix. Was mache ich denn? Ich dachte, ich kann das Spiel. Hab ich das nicht gerade gesagt? Da würde selbst Robin Hood bald neidisch. Naja, gut, 10. Das ist, denke ich, zu schlagen. Das sah sehr gut aus. Das war ein Meist. Das sah wow. sehr gut aus. Gute Flugbahn. Wow. Das war ein Meisterschuss. Wow. Ich hab's raus. 10. Da hat wohl jemand heimlich geübt. 8. Oh, jetzt ist gut. Jetzt ist es gut. Sehr gut. Weiter so. Jeder Treffer zählt. Okay, nochmal 8. Sind 26 Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Hoffe ich. Das war ein Meister. Da hat wohl jemand heimlich geübt. Ich gewinne mit einem Punkt. Das sah sehr gut aus. Gute 9. Flugbahn. Stark. Treffer versenkt. Ja, aber es sind 7. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ruhiges Händchen. Respekt. Naja, es ist aber nicht gut. 24 ist nicht gut. Die hat eben 25 gemacht. Das ist nicht gut. Ein ziemlich... Da würde selbst Robin sehr gut weiter so... Aber es reicht. Es reicht. 2-1 für mich.
Das Spiel geht zum Glück relativ schnell vorbei. Das sah sehr gut aus. Gute Acht. Flugbahn. Ruhiges Händchen. Respekt. Nein. Ruhiges Händchen. Oh Gott. Respekt. Oh Gott. Also das müsste ja reichen eigentlich. Für die Jasmin. Sehr gut, weiter so. Das war ein Meister. Das sah sehr gut aus. Gute Flugbahn. Knapp reicht's. Jetzt die entscheidende Runde. Jetzt muss ich gewinnen, ey. Das sah sehr gut aus. Gute Flugbahn. 9, das ist gut. In der Tat. Genau so Jawohl. Macht man Ein ziemlich guter Schuss. Das muss ich jetzt erstmal schaffen, 26 Punkte. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ruhiges das reichen Händchen, könnte. Ruhiges Händchen, Respekt. Ruhiges Händchen, Respekt. Das reicht. Nicht! 26, was zum Teufel? Wow! Da hat wohl jemand heimlich geübt. Nein, wieso? Wieso mache ich jetzt so eine Scheiße? Jetzt gebe ich die Runde so unnötig her, ne? Ein ziemlich guter Schuss. Was war das denn, Alter? Was mache ich denn jetzt falsch? Sehr gut, weiter so. Scheiße. Jeder Treffer zählt. Oh Mann, wie blöd. Kann man denn dieses Spiel verlieren, ey? Das ist echt bitter. Da hat wohl jemand Heimtreffer versetzt. Genau so macht man das. Sie gewinnt mit einem Punkt. Na klar. Na klar. Na klar, Digga. Gut gemacht. Damit baust du jetzt deinen Vorsprung auf. Jasmin. Na klar, Alter. Das Tortendiagramm kann uns kurz zeigen, wie viele Punkte noch zu spielen sind. Scheiß auf das Tortendiagramm, mach weiter. Spiel 9. Blamieren oder kassieren? Okay. So, dann starten wir einfach. Wer war der erste Vorsitzende der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg? Schmidt. Und hier die richtige Antwort. Kurt Schumacher. Ja, ich würde sagen, das ist korrekt. Gewinnt jetzt die Show auf so einmal. So macht das Spaß. Keiner weiß wie. Nicht zu voreilig. Ihr müsst schon etwas mit der Frage anfangen können. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Wie hieß die weibliche Hauptfigur der 90er Kultserie Akte X? Die weibliche Hauptfigur. Die richtige Antwort wäre Dana Scully. Oh, Scheiße! Das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Ich glaub's nicht. Nein, echt. Hier braucht ihr eine schnelle Auffassungsgabe. Ah, ich bin immer im Bild. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Neue Runde, neues Glück. Wer spielt die Tatortkommissarin Clara Blum? Ah, oh, Tatort guck ich nicht. Die weiß wahrscheinlich eh wieder. Also Maria Furtwängler kenne ich auf jeden Fall. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Eva Mattes. Ja. Das ist ganz falsch. Mensch, war das schwer. Dann drück doch nicht.
schnell schalten und abräumen. Eine neue Runde beginnt. Nein! Och nee. Keine Ahnung. Ach, das ist doch scheiße jetzt. Jetzt habe ich versehentlich X gedrückt. Dann lösen wir mal auf. John Pemberton. Ich weiß nicht mal, was die Frage war, Elton. Kannst du die Frage verstehen? Schade. Wer hat die Coca-Cola erfunden? Geil, das war Digga. Schwer. Ja, mein Gott, ich habe versehentlich X gedrückt. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Ich wollte kommen. Das Gelaber überspringen. Wo befindet sich der berühmte Zebrastreifen von dem Cover des gleichnamigen Beatles-Albums? Abbey Road. Die Spannung steigt. Gesagt. Die richtige Antwort ist Abbey Road, London. Jasmin, Junge, du rastest gerade ganz schön da aus. Da kennt sich ne? wer ich aus. Ich wollte es dir an der Stelle nur mal gesagt ja, haben. Ja, da kenne ich mich aus. Glückwunsch. Ich schnett. Es geht weiter. Es wird spannend. Wie heißt die Berliner Stadtautobahn? Was ist die Berliner Stadtautobahn? Nein. Scheiße, ich dachte, jetzt kommt was Einfaches. Richtig ist. Avus. Scheiße. Nee. Ja, ich glaube, dass da passt eher Blamieren auf mich, ne? Bei diesem Spiel. Mann, oh Mann, oh Mann. Bloß nicht überanstrengen, meine Lieben. Dann machen wir mal weiter. Aus welchem Volk stammt Lokis biologischer Vater, wie man in Thor erfährt? Ich drück jetzt mal nicht, weil ich es nicht weiß. Ich würde aber jetzt sagen, Feuerriesen. Und die korrekte Antwort ist Frostriesen. Wow, das. Klasse, okay, jetzt das war richtig. Jetzt zerstört sie mich. Sehr gut. Wow. Das war ein beeindruckender Sieg, Jasmin. Gut gemacht. Damit baust du jetzt deinen Vorsprung ja, auf. Ja, komm, ey, mach das nächste Spiel. Schnell, wir haben nicht mehr lange Zeit. Spiel 10. Das Rad. Das ist geil, das Spiel. So, pass mal gut auf. Also, ich mach das jetzt alles schnell überspringen, ne, dass ich die Show pünktlich gucken kann. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, könnt ihr ja gerne pausieren und dann die Regeln durchlesen. Oh, die hat schon ausgewählt. Die war schneller als ich, oh Gott. Also kurz erklärt, man muss, man kann basteln und dann eine Zahl eingeben, wo man denkt, wie viele Umdrehungen das Rad macht. Und hat man richtig getippt, gibt es einen Punkt. Hat man falsch getippt, gibt es keinen Punkt. Ich bin doch echt eine Wucht. Das die ist hat echt auch noch ein Kreuz mit getippt. Diesem Rab. Rad. Ach nein, ich hab's falsch gemacht. Ich dachte, bassen, dann muss ich was eingeben. Ich muss so bassen. Ach so. Oh, schon wieder so ein blöder Punkt abgegeben, weil ich es falsch gemacht habe. Aber das könnte ein Punkt für mich sein, ja. 10 Umdrehungen nur. Mensch, bin ich froh. Das erinnert mich immer irgendwie an den Jahrmarkt. Das werden mehr, das werden 8, 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 das werden keine 8. Shit. Boah, ist sie das gut, war Jasmin. Mega einfach. Ey, am Anfang waren wir so viel stärker als sie und jetzt auf einmal rastet sie voll aus. Was ist denn hier los? Zehn ist wahrscheinlich zu wenig, 10 ist zu wenig, 10 ist zu wenig, oder? 10 ist zu wenig, 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 10 reichen, oh mein Gott. Wow, das war gut. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Du machst dich. Leck mich. 2 Millimeter gefühlt noch und dann, wow, das war knapp.
7 ist gut, 7 ist gut, 7 ist sehr gut. 7 ist sehr, sehr gut. 7 ist richtig gut, ja. Yeah! Jetzt komme ich so richtig in Schwung. Jawohl, 7 ist gut. Sieben ist wieder gut. Ich war einen Schritt zu langsam. Kacke, ich wollte auch 7 machen. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam! Warum war ich so langsam? Na endlich! Achtet auf die Drehgeschwindigkeit und merkt euch vorherige Durchgänge. Warum war ich so langsam? Neun ist gut, neun ist gut, neun ist gut, oder? Nein, es wird eine 10, es wird eine 10, es wird eine 10, es wird eine 10. Das wird eine 10. Es wird eine 10. Ich verliere das Spiel auch. Nein, ich verliere auch dieses Spiel. So macht das Spaß. Wer zuerst buzzert, kann seine Schätzung abgeben. Der andere eben nicht. Ja, nur weil ich den einen Punkt am Anfang verkackt habe, weil ich nicht genau wusste, herzlichen Glückwunsch. Ja, damit setzt du dich ganz klar von der Konkurrenz ab. Jetzt muss ich gewinnen, ey. Jetzt muss ich aber mal wieder ein Spiel gewinnen, sonst wird's jetzt krass. Jetzt muss ich gewinnen, sonst wird's krass, ey. Spiel 11. Was passt nicht? Dann fangen wir mal an. Ringtime. Warte mal. Ja, wieso ist das... Bin ich jetzt komplett blöd? Hä? Hä? Warte mal. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Die 49 ist keine Primzahl. Das ist ganz falsch. Was war denn nochmal eine Primzahl? Ich halte das nicht mehr aus! Was war denn nochmal eine Primzahl? Ach du großer Gott. Dann machen wir mal weiter. Pflanzenfressende Dinosaurier. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Was ist denn kein pflanzenfressender Dinosaurier? Ich kenne mich mit Dinosauriern überhaupt nicht aus. Deshalb keine Ahnung. Das lasse ich gerne mal die Jasmin machen, wenn sie es weiß. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Der Velociraptor war ein Fleischfresser. Das ist korrekt. Die weiß es auch noch. Das war sensationell gut. Wieso weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe? Wie krass ist sie denn? Das ist doch gecheatet, Digga. Eine neue Runde beginnt. Zum Rauchen. Ja, das ist doch einfach, oder? Und hier die richtige Antwort. Das ist doch nicht zum Kaufen. Das Räucherstäbchen sollte man lieber nicht rauchen. Weiter so. Das mache ich gleich nochmal so. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt schon wieder so. Das sah schon wieder so einfach aus, dass so, es am. Passt gut auf. Der dachte, es wäre schwer. Fische. Warte mal, ist das ein Fisch? Zählt es zum Fisch? Ich weiß es nicht, ob es zum Fisch zählt. Was ist denn das links unten, ey? Was ist denn das links unten, Fünfi? Ja, ich glaube, das links unten wird es auch sein, oder? Die richtige Antwort wäre... Der Orca ist kein Fisch. Ja. Leider nicht. Das dachte ich mir nämlich schon. Ach nein. Das habe ich nämlich schon vermutet, dass es der Orca ist. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Vermutet. Olympische Disziplin. Ja, Hunde reiten ist keine olympische Disziplin.
oder? Die Spannung steigt. Die wenn richtige Antwort falsch ist, ne? Windhundrennen sind keine olympische Disziplin. Ja. Super. Ich bin doch echt eine Wucht. Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Das ist übrigens einer der wenigen Spiele, die ich auch mal gewonnen habe. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Meeresbewohner. Ja, hä? Hier waren Seesterne. Ah, warte mal! Richtig ist, der Flussdelfin ist kein Meeresbewohner. Ja! Das ja! ist nicht korrekt. Warum mache ich es nicht? Nee, ne? Natürlich ist es kein Meeresbewohner. Ist ja wohl logisch. Geschwindigkeit spielt hier auch eine Rolle. Delfine streichen und im ganzen Kram. Berühmte Mausoleen. Was? Was ist denn berühmte Mausoleen? Ja, keine Ahnung. Und hier die richtige Antwort. Die Sagrada Familia ist kein berühmtes Mausoleum. Das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Mensch, war das schwer. Neue Runde, neues Glück. Schlösser und Paläste. Oh, hör doch auf mit sowas, da kenne ich mich nicht aus. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Hier ist ich hätte es auch gesagt. Das Weiße Haus ist kein Schloss oder Palast. Da kennt sich das wer aus. Das hätte ich jetzt eigentlich auch vermutet. Also. Aber es war mir irgendwie zu gefährlich, auch wenn ich es mir schon geahnt habe. Genau auch hingucken. Wenn ich es schon geahnt habe. Eine neue Runde beginnt. Küchengeräte. Das ist ja wohl einfach. Hier ist die richtige Antwort. Ich gewinne mal der wieder ein Spiel. Der Schraubenschlüssel ist kein Küchengerät. Klasse, das war richtig. Ich gewinne so mal wieder ein Spiel. War das gar nicht. Woo. Ein schöner Sieg. Gratuliere, Nicole. Und jetzt hole ich die Show noch auf. Langsam tastest du dich wieder heran. Eigentlich beginnt der Schlag den Star, weil ich die Show unbedingt noch fertig machen. Ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Spiel 12. Fangen. Das ist ein cooles Spiel. Jetzt. Hier müsst ihr schnell reagieren. Ich muss fangen, okay. Hier braucht man blitzschnelle Reflexe. Ich hab doch gar nichts gemacht! Hä? Diese ich hab überhaupt nichts geben gedrückt! Heute wirklich alles. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft machen. Wieso kriegt die einen Punkt, wenn ich gar nichts gedrückt habe, verdammter Mist? Nach zwei Spielzügen wird jeweils gewechselt. Das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Zeig mal, was du drauf hast. Hier müsst ihr schnell reagieren. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich, das wird noch richtig spannend hier. Schön stillhalten. Ich mach jetzt schon mal Schlag den Star hier nebenbei. Bei einer 6 oder 1 dürft ihr fangen. Wichtig ist, nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Du bist am Zug. Wie viele Punkte brauche ich denn nochmal?
sehr gut. Die Show ist wieder erste Klasse. Und jetzt gewinne ich die Show noch. Yeah! Lou ist am Zug. Schön stillhalten. Hier braucht man blitzschnelle Reflexe. 6-1, komm, über jetzt eine 6 oder 1 dürft ihr fangen. Habe ich gewonnen. Wow, das war gut. Zeig mal, was du drauf hast. Immer noch nicht. Wie viele Runden gibt's denn hier, ey? Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Hier suchen wir den Meisterfänger. Aha, sehr interessant, was da los ist. Puh, geschafft! Ah, 9 Punkte, okay. Ich gratuliere zu deinem Sieg, Freunde. Ich sag's euch. 32 schon? Gut, gut. Die Richtung stimmt, Nicole. Noch ist alles offen. Die Torte zeigt uns deutlich, dass da noch einige Punkte zu holen sind. Auf, schnell, ich will es fertig bringen. Dann kann ich Schlag Spiel mit Stein 13. Spielen. Farbcode. Was war das denn? Oh nee, das dauert so lang, das Scheißspiel. Das Spielprinzip ist... Oh nee. Damit kommen wir zur nächsten Runde. Egal. Dann wollen wir mal. Egal. Die richtige Antwort lautet, ihr liegt leider beide falsch. Neues Spiel, neues Glück und los geht's. Die richtige Antwort wäre, da liegt ihr leider beide falsch. Man weiß ja nie, die nächste Runde kann ganz anders sein. Okay, das heißt... Achtung und los. Ich denke mal, Türkis wird dabei sein. Lila. Orange. Türkis, lila, orange. Vier ist richtig, ne? Sag ich mal noch weiß. Dann lösen wir mal auf. Das war ein Fehler von euch beiden. Doch. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Na jetzt dann, doch, los aber... geht's. Okay, ich mach hier mal das jetzt hin. Dann mache ich hier mal Türkis hin. Dann mache ich hier mal Rosa hin. Ah ne, das habe ich da drüben. Mach hier Lila hin. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Das hat keiner richtig. Nur gut, das klappt schon. Das gibt's neues Spiel, gar nicht. Neues Glück. Und los geht's. Nee, schwarz ist dann falsch, ne? Blau. Warte mal. Da orange. Und hier die richtige Antwort. Da habt ihr beide einen Fehler gemacht. Naja, nicht so schlimm. Das gibt's doch gar nicht. Weiter geht's. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Achtung und los. Jetzt habe ich nur noch 3 richtige Farben. Hä? Bin ich langsam blöd? Türkis. Lila. Hier die richtige Antwort. Richtige Antwort!
Bravo. Wow. Eindeutig gewonnen. Jasmin. Geschafft, okay. Damit hat sie ein Matchballspiel. Spiel 14 und 15 muss ich jetzt unbedingt gewinnen. Jasmin. Ich muss sie unbedingt gewinnen. Spiel 14. Das Sparschwein. Ja, gut, es geht. Das hast du noch nicht so richtig gehört. Ich glaub's nicht. Die Jasmin trifft jetzt wahrscheinlich wieder, dann hat sie die Show gewonnen. Ich hoffe, das wird noch etwas besser heute Abend. Ja! Sehr gut, aber nicht leichtsinnig werden. Endlich mal etwas, was ich kann. Hier macht mir keiner etwas vor. Jetzt muss Jasmin treffen. Ich hoffe, sie trifft nicht. So richtig hast du den Boden noch nicht. Spiel 15! Was? Echt jetzt? Spiel 15, das ist alles entscheidende Spiel, Alter. Ich habe mich schon mal so zurückgekämpft. Ein spannender Kampf. Und jetzt gibt es das entscheidende 15. Spiel, ey. Nicht zu glauben. Nicole. Das war ein toller Sieg. Nicht zu glauben. Du brauchst noch ein paar Punkte mehr. Nicole. Wer gewinnt den Abend? YouTube Spiel oder 15. Schauspieler. Marienkäfer. Und es ist Marienkäfer und das Spiel kann ich richtig gut und damit habe ich gewonnen. Hoffe ich. Das sind 20 Augen. 20 Punkte. 20 Punkte, jawohl, komm. Sag einfach, dass es richtig ist, Elton, komm. Die Antwort ist richtig. Das stimmt. So schwer war das gar nicht. Manchmal haben die aber auch echt viele Punkte auf dem Rücken. Immer schön entspannt bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist korrekt. Jawohl. Das Spiel kann ich. Das werde ich auch selbst gewinnen jetzt. Also werde ich wahrscheinlich die Show doch noch gewinnen. Manchmal jetzt. Also haben wenn ich das jetzt noch verliere, das Spiel, das wäre ganz komisch. Boah, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, aber es müssten 35 sein. Hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Richtige Antwort. Stimmt sogar. Das war 1-1. Boah, das war blitzschnell. Das war blitzschnell gerechnet. 3-0. 3 Punkte noch. Und dann gewinnt Ducky B 100.000 Euro. Es müssten 34 sein, hoffe ich. Ich hoffe mal wieder auf keinen Rechenfehler. Es wäre cool, wenn ich hier zu 0 rausgehen würde. Das ist ganz falsch. Oh, shit, okay. Ich dachte, das wäre jetzt. Oh, ein Punkt verzählt, egal, macht nichts. Weiter. Mund abwischen, weiter geht's. Müssten es sein. Weiter so. Ja. Geschafft. Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Zeit für eine kleine Werbepause. Richtig easy. Das waren 17. Jawohl! Ha, das war 1A! Und der letzte Punkt, ein Punkt noch für Dagi B. Aha, dann gewinnt sie hier die 100.000 Euro bei Schlag den Star. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Der letzte Punkt.
11. Es sind 19 Punkte und das müsste zu 99,9% müsste das der Sieg für Dougie B sein. Das müsste der Sieg für Dougie B sein. Weiter so. Und es ist 19. Mensch, ich gewinne noch die Show. Saugeil. Saugeil. Ich gewinne die Show noch. Der neue Punktestand sieht geile damit Sache, so aus. Geile Sache, geile Sache. Ich habe so krass zurückgelegen und habe mich doch mal mit Spiel 11, mit Spiel 12, mit Spiel 14, mit Spiel 15 noch mal so krass zurückgekämpft, wie Buschi früher mal gesagt hat, hinten sind die Schweinefett. Am Ende heißt es zwischen Dougie B und Jasmin 61 zu 59. 400.000 Euro gehen zugunsten Nicole. Das Geld bleibt also auf der YouTube-Seite. Wunderbar. Ja, das war's für mich auch mit diesem Livestream. Ich schalte jetzt direkt rüber zum Eschenschlag in Star Live. Das ist ja schon im vollen Gange seit knapp 15 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß, falls ihr jetzt auch Schlag den Star Club oder was auch immer ihr jetzt macht. Wie gesagt, das Geld bleibt ein auf jeden Fall im YouTube-Bereich. Da muss und ich wünsche euch auch einen traumhaften Abend. Nicole. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, ciao. Ja. Hier muss man leider die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Jasmin. Ich habe zwar hier verloren, aber ich kämpfe weiter. Wir haben heute Abend wieder... Ja. Tschüss. 100.000 Euro. Gönn mir. Ciao.